Hallo und herzlich willkommen auf CryptoTV. Vorab möchte ich um euer Verständnis bitten, wenn die heutige Sendung etwas unkonzentriert und verbal nicht auf meinem Höhepunkt steht. Denn ich habe gerade 1,5 Wochen eine mittelschwere Grippe ausgebrütet. Entwachsen ist zurzeit daraus nur noch ein verschleimter Hals. Die Kopfschmerzen konnte ich seit gestern aus meinem Domizil werfen. Ich dachte mir heute, dass wenn ich schon wohl wieder Zigaretten rauchen kann, ich auch gesund genug sein muss, um eine etwas verspätete Sendung aufzunehmen, so halbwegs im Freestyle darzustellen. Ich denke aber, dass es heute dem Themeninhalt wegen zumindest gut genug werden wird. Nun gut, was ist denn nun heute der Gegenstand dieses Sendebeitrages? Also nun, es ist so. Ich habe Post bekommen. Und zwar gleich von 5 Leuten auf Facebook per privater Nachricht. Also nicht bei meinem Privataccount oder der CryptoTV-Gruppe, sondern genau gesagt in der Privatnachrichtsoptionen, also auf den Messenger meiner CryptoTV-Seite. Ich habe dazu mal von dreien diese Screenshots gemacht, wo man sieht, andere Nachricht zu lesen, in 24 Stunden mit der Löschung meines FB-Accounts gedroht wird, wenn ich nicht meine privaten, personenbezogenen Daten preisgebe. Ich lese jetzt einfach mal hier euch diesen Text aus dem Englischen ins Deutsche vor. Sehr geehrter Herr Admin, Ihr Konto wird deaktiviert, da es oder seine Aktivitäten nicht unseren Nutzungsbestimmungen entsprechen. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Deaktivierung fehlerhaft ist, führen wir Sie durch die Schritte zur Überprüfung. Bitte führen Sie diese Schritte umgehend aus, um eine dauerhafte Deaktivierung Ihres Kontos zu vermeiden. Und Ihre ausführliche Anleitung finden Sie hier. Und in diesen Link sollte eben nicht anklicken, bitte. Wenn Sie sich nicht verifizieren, sperrt unser System Ihr Konto automatisch und Sie können es nicht mehr verwenden. Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Dienstleistungen zu verbessern. Ihr Nutzungsbedingungen Team 2023 Inc. Also, um zu verhindern, dass das Konto gesperrt wird, übernehmen Sie hiermit dann jetzt zur Erklärung euer Konto, wenn ihr eben diesen Link anklickt. Darum seid gewarnt, nicht diesen Link anklicken. Nun denn, dann sehen wir uns doch mal direkt in meinen FB Messenger von meiner CryptoTV-Seite diese 5 Personen an. Zum einen mal diesen hier mit dem Namen Facebook-Nutzer. Der hatte seinen Namen wohl schon geändert, da man im Screenshot noch sehen kann, dass er zuvor den Namen Yasun Schatz Super Stuff trug. Und jetzt eben hat er den Namen Facebook-Nutzer. Nun, betrügerische Subjekte ändern auch sehr oft ihren Namen, wie man hier sehen kann. Wobei ich in diesem Falle glaube, dass Facebook diese Person schon gesperrt hat und dadurch steht hier nur noch Facebook-Nutzer drauf. Aber vorab nun mal so viel zu diesem Nutzer möchte ich hier erwähnen, dass ich hier eine Antwort verfasst hatte, wo ich ihm mitteilte, dass ich nicht gewillt bin, meine privaten, personenbezogenen Daten preiszugeben und ich sowieso annehme, dass er ein Betrüger ist. Ich war mir jedoch dabei nicht ganz so sicher, da es zum einen schon 3 Uhr früh war, als ich diese Nachricht von ihm bemerkte und somit völlig übermüdet war und wegen anderen Kriterien, die ich aber etwas später erläutern werde.
Ich wollte eigentlich nur noch ins Bett und habe für meine FB-Freunde dann im Newsfeed schon mal einen Text gepostet, dass ich mich wohl von FB verabschieden werde, da die Möglichkeit besteht, dass ich gelöscht werde. Insgeheim habe ich mir doch paradoxerweise schon darauf gefreut, dass ich mal endlich gelöscht werde, da mir dieser Medienrummel schon wirklich zu mühselig inzwischen geworden ist. Da man eben die Österreicher mit meiner Medienarbeit sowieso nicht zum Widerstand gegen diesen totalitären Staat bewegen kann. Am nächsten Tag habe ich dann gesehen, dass noch ein zweiter Betrüger dazugekommen ist. Und von diesem dritten wohl zu entnehmen ist, dass mein Kanal sogar wohl in 12 Stunden gelöscht wird, wenn ich deren Aufforderungen nicht nachkomme. Und dann kam noch ein vierter und ein fünfter dazu, und das innerhalb von 3 Tagen. Man beachte, dass man bei all diesen 5 Subjekten nur die Option hat, sie in den Spam-Ordner zu verschieben, aber man nicht in der Rubrik der Kontaktkarte auf deren Profil zugreifen kann, wie hier zu sehen. Deswegen hatte ich bei den ersten Betrüger, also 3 Tage zuvor, einen Montag zu 3% den Verdacht, dass es eventuell doch ein FB-Angestellter sein könnte. Die letzten beiden sind dann sogar mit einem FB-Avatarbild abgebildet, das wohl unbedacht dazu erwecken sollte, dass, weil man vorher nicht reagiert hatte, nun andere FB-Angestellte sich einschalten. Jedoch mir war es dann schon 3 Tage zuvor, nachdem ich wieder ausgeschlafen hatte, sofort klar, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. Hier insbesondere geht es darum, dass die, wenn ihr eure Daten preisgebt, diese euren FB-Account übernehmen und ihr vom eigenen Profil aus gesperrt werdet und diese Subjekte dann mit eurem Kanal Unfug treiben können. Dazu später aber etwas mehr. Denn ich zeigte euch ja schon, dass man nicht auf deren Kontaktkarte zugreifen kann, so wie es bei euren anderen regulären Kontakten doch geht. So wie zum Beispiel hier. Und da kann man dann auf dem Profil Ansehen klicken. Und sofort kommt man zu dem Account, wo man dann, falls jemand von euch eine ungehörige Nachricht von ihm bekommt, ihr ihn blockieren und somit auch melden könnt auf FB. Ich finde es von lieben Zuckerberg eine Frechheit, dass dies nicht schon bei diesem Messenger generell funktioniert, um jemanden zu melden. So wie diese 5 Betrüger hier. Das scheint den Zuckerberg wohl nicht zu interessieren. Aber uns wegen jeder anderen Kleinigkeit selbst unzählige Male einschränkt oder sperrt, wenn wir eben angeblich über Gemeinschaftsstandards auf Facebook verstoßen sollten. Hier in deren Kontaktkarte eben nichts vorhanden ist, um auf deren Profilen nachzusehen und uns so nur eines übrig bleibt, sie in den Spam-Ordner zu verschieben. Und dann eben dabei Facebook-Mitarbeiter eben nicht bemerken, dass wir uns gerade von Betrügern über die Spam-Funktion schützen wollen. Oder eigentlich nur einzig und allein das können. Obwohl ihr Schützen falsch formuliert ist, sondern eher es hier um eine Abweisung geht. Eine sehr nette FB-Freundin hatte mir einen Link gesendet, wo man sieht, dass dies Betrüger sind. Das wusste ich zwar schon in diesem Moment, aber dennoch war dies sehr nett von ihr und somit bedanke ich mich nochmals bei ihr für dieses Zusammenwirken. Ich aber will euch jetzt mal zeigen, wie ihr das selber herausfinden könnt. Und dazu kopiere ich einfach mal die Nachricht von diesem Betrüger. Aber besser ohne den Linkhinweis, wo diese Subjekte wollen, dass ihr draufklickt. Den kopierten Text fügt ihr dann in die Suchmaschine eures Vertrauens ein und dann kommen schon einige Webseiten zum Vorschein, durch Aufklären, dass es sich hier um eine Betrugsmasche handelt. Wie zum Beispiel anhand unseres englischen Textes, den wir kopiert hatten. Wie eben in dieser englischen Webseite hier zu sehen.
Da haben die auch schon einen Screenshot parat und teilen euch mit, was man machen kann in so einem Fall. Ich scrolle mal einfach der Vollständigkeit halber bis ganz nach unten durch. Ich werde euch aber gleich noch einen deutschen Text, eine deutsche Seite zeigen. Dazu kopiere ich wieder den besagten Text und suche damit im Internet dazu nach, ob es entsprechende Hinweise dazu gibt. Und dazu finden wir auch gleich wieder einen Warnhinweis auf einen sogenannten Phishing-Betrugsversuch, um euren Facebook-Account zu übernehmen. Auch wieder mit einem Screenshot eines Beispieltextes, der meinen ähnlich war, zu sehen ist. Diese Seite hat auch noch zusätzliche Tipps für euch parat, falls ihr dennoch eure Daten denen gesendet hattet und ihr dann eben Tipps bekam, wie man den Kanal wieder zurückerhalten kann. Oder ihr auch Geld dabei verloren hattet, das kann man ja auch sehen. Da wird dann geraten, dass man sofort die Polizei einschalten sollte. Wobei ich da gleich sagen kann, dass ihr da so gut wie keine Chance mehr habt, dieses Geld zurückzubekommen. Ich möchte euch dazu mal ein anderes Video von mir empfehlen, wo man genau sieht, wie ich in einer von mir gestarteten Undercover-Mission einer anderen Art von Betrügern auf der Spur war. Und als ich genügend Daten gesammelt hatte, um die Betrüger dingfest zu machen, dies dann der Polizei mitteilte. Aber dies der Polizei ganz und gar nicht interessiert hatte. Meine Anzeige zwar aufgenommen hatte, aber nichts dagegen unternommen hatte, mich niemals mehr zurückinformiert hatte über den Stand der Dinge. Und ich habe mich mehrmals in verschiedenen Tagen darauf noch erkundigt, wie der Stand der Dinge ist. Aber doch zurück nun wieder zu meinem Betrugsbeispiel hier auf Facebook. Wie schon erwähnt, können wir diese Betrüger hier nur in unseren Spam-Ordner verschieben, ohne diese FB direkt zu melden. Und das tue ich nun mit euch gemeinsam bei diesen 5 Subjekten hier. Und danach gebe ich euch noch Tipps, wo ihr nachsehen könnt auf Facebook, ob ihr wirklich von diesen Betrügern angedeutet, dass ihr eben gegen FB-Gemeinschaftsstandards verstoßen hattet. Dazu klickt ihr hier auf das Feld mit den 3 Punkten und geht auf die Rubrik Profilstatus. Hier seht ihr, dass ich unter dem Feld Kontostatus den Vermerk verzeichnet bekommen habe, dass ich keinen Einschränkungen unterliege. Obwohl gleich vorbemerkt, neben dem gelben Punkt mit dem schwarzen Minus, darin zu lesen ist, dass wohl gleich mehrere Probleme vorliegen auf meinem Kanal. Das braucht mich aber nicht zu schrecken, da eben dennoch keine Einschränkungen von seitens FB unternommen wurde, da ich wohl nur, und ich betone extra, angeblichen Fehlinformationen unterlegen war und diese gepostet hatte. Klicken wir diese beiden Beispiele mal an, um zu sehen, um welchen Post von mir es sich hier gehandelt hatte. Und da ist zu sehen, dass FB wohl mein Videopost mit der Rede von der Alice Weidel bei der FPÖ nicht gefallen hatte, aber meinen Post nicht gelöscht hatte, sondern nur einen Fuck, den Checker-Hinweis hinzugefügt hatte. Und beim zweiten Hinweis es sich um dasselbe Video handelt, das ich dann aber in einer Gruppe noch zusätzlich gepostet hatte. Und diese wohl auch von FB mit einem Fuck, den Checker-Hinweis unter dem Post versehen wurde, ja. Aber dennoch
noch von meinen FB-Freunden und Bekannten gesehen werden kann. Man kann sich noch den Bereich vom Kontostatus genauer anschauen. Und das tun wir jetzt auch gleich mal. Und da findet ihr jetzt auch die Kontostatusanzeigen von all euren Gruppen und Seiten, die ihr erstellt habt. Die Angaben zu meinem Privataccount haben wir ja jetzt schon gesehen, dass dort eben keine Einschränkungen vorliegen. Also gehen wir wieder zu der vorigen Ansicht zurück und sehen uns meine CryptoTV-Gruppenstatusbericht nochmal an. Und da sehen wir im Feld vom Hinweis Kontostatus, dass auch alles okay ist. Cool. Also obwohl ich dort eben auch denselben Vermerk habe, dass die Alice Weidel Videos von mir mit einem Fuck den Checker Hinweis unter diesen meinen Post zur Ansicht meiner Gruppenmitglieder versehen wurde. Gleich nebenbei in der Videobeschreibung unter diesem Film, in den ihr jetzt gerade anseht, habe ich auch immer den Link zu dieser CryptoTV-Gruppe ganz unten verlinkt. Würde mich also freuen, wenn ihr Mitglieder werden wollt und dort interessante Beiträge selbst erstellt. Also wieder zurück zu der vorigen Ansicht bei FB. Dann könnt ihr zum Beispiel auf alle Ansehen klicken, damit sich eben alle eure Seitengruppen, die ihr erstellt habt, jetzt sehen könnt. Das sind zum Beispiel meine gesamten Eröffnungen auf FB. Und da ich diese 5 Privatnachrichten nicht auf meinem Privataccount im Messenger bekommen habe, sondern in dem Messenger von meiner CryptoTV-Seite, also nicht Gruppe, sondern Seite, ist es nun in meinem Fall wichtig zu sehen, ob ich nun wirklich von FB abgemahnt werde. Und das sehen wir uns nun auch mal gemeinsam an. Ja, und siehe da, in all diesen 3 Texthinweisen teilt mir FB mit, dass keine Probleme vorliegen. Ich also gegen nichts auf meiner CryptoTV-Seite verstoßen habe. So wie es mir eben diese 5 Betrüger weismachen wollten mit ihrer Masche. Jetzt beende ich mal meinen Browser und gehe zurück zu meinem Desktop. Denn jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie es aussieht bei Facebook, wenn man mal wirklich gegen Gemeinschaftsstandards verstoßen hat. Und das habe ich nun schon an die 100 Male geschafft. Dazu habe ich dann für mein privates Protokoll Screenshots gemacht, also auf gut Deutsch gesagt ein paar bildschirmgeschossene Bilder produziert. Ja, diese Anglizismen liegen mir nicht so. Keine Screenshots habe ich gemacht, sondern ich habe ein paar bildschirmgeschossene Bilder produziert, die ich euch jetzt zu guter Letzt zeigen möchte. Und dann entlasse ich euch wieder auf eurem Privatvergnügen weit abseits von CryptoTV. Also zum einen wird, wenn ihr etwas ganz Böses auf FB treibt, ihr nichts mehr posten oder anders machen können wird, wenn ihr nicht zuvor auf die Fenster reagiert, die euch FB vordrängt. Zum einen habe ich in diesem Beispiel da etwas ganz Böses getan. Ich habe es mir erlaubt, ein und denselben Post in ca. 30 verschiedenen dafür geeignete Gruppen von anderen gepostet. So eben nach dem 30. Post, den ich hier gemacht hatte, sprang oder besser gesagt drängte sich dieses Fenster hier auf, wo mir mitgeteilt wird, dass wenn ich noch einen zusätzlichen eben 31. Post in einer anderen Gruppe tätige, ich eingeschränkt werde. Sie nennen das Spammen. Also zum Beispiel hier wurde ich dann für 7 Tage zum Posten gesperrt, denn ich habe so rebellisch eben wie ich bin, nach Anklicken dieses FB-Hinweises, dass ich diese Nachricht gelesen habe, es doch gewagt, diesen Entschuldigung, selben Post nochmal zu posten. Was ihr aber wissen sollt,
Oder was ich euch besser sagen will, ist das, dass wenn FB euch bemängelt, nicht vorrangig eine Nachricht im Messenger schicken, sondern so wie diese fünf Betrüger eben, sondern sie sich mit einem eigens gemachten Fenster zu eurer Tätigkeit in FB vordrängt und ihr dann nichts anderes tun oder anklicken könnt, als den Hinweis des FB-Fensters zu folgen. Aber das erwähnte ich ja schon. Nun gut, zu diesem Beispiel hier habe ich es mir wohl erlaubt, die Schlumpfungsopfer bei Fußballern zu deklarieren und dabei wohl gegen Urheberrechte verstoßen. Obwohl Auszüge aus den Medien, wenn sie nicht einer gewissen Länge überschreitet, laut Zitatrecht erlaubt sind zu posten. In Österreich zumindest schon. Malt es euch selber mal aus, ob FB hier meine Urheberrechtsbrechung bemängelte und mich dann sperrte oder eben in Wirklichkeit den Hinweis der Schlumpfungsopfer bei unzähligen Fußballern nicht gefallen hatte. Hier in diesem Beispiel sieht man wieder, dass ich den FB-Ort wohl mit der Mild Falschinformationen unsicher gemacht hatte. Ein Video gegen die Regeln verstoßen hatte und zwei weitere den Fuck, den Prüfer, also den Checker, wohl nicht gefallen hatten. Ganz unten hat man dann die Möglichkeit anzuklicken, ob deren Infos an mich hilfreich waren. Und ich musste halt leider immer auf Nein klicken, da ich es wohl nie lernen werde, eben was auf Facebook richtig oder falsch ist. Es kommt auch des Öfteren vor, dass einige Posts von mir mit meinen Komplizen, den Herrn Sucheret, auf Facebook anderen einen körperlichen Schaden verursacht hatte. Und so wurde ich selbst natürlich für eine lange Zeit gesperrt. So manches Mal bin ich wohl bei einigen FB-Kontakten sehr gemein, unflätlich und bösartig in meiner Wortwahl. Und das kostet mir dann ab und an eine 7-tägige Sperre. Es gibt, so wie ich auf Facebook bei anderen sehen kann, mittels deren Screenshots gemacht, eine einstündige Sperre wegen diversen Vergehen. Aber mit so wenig Zeit gebe ich mich niemals ab. Es ist wohl eher so, dass ich viel öfters für 30 Tage gesperrt werde. Aber irgendwie ist mein Kanal dennoch noch nie von Facebook gelöscht worden. Anscheinend sind auch die Mitarbeiter an meiner Beiträge etwas schmerzpervers und freuen sich da lieber auf einer kruden Art und Weise, doch noch öfters bei mir rumstöbern zu dürfen. Und wenn es dann einmal zu auffällig wird, sperren sie mich halt. Ich kann mir es nicht anders erklären, warum ich noch nicht gelöscht wurde. Und gut, also so beende ich nun dieses Video und hoffe, dass ich euch zumindest zeigen konnte, wie ein Kanal auf Facebook aussieht, wenn eine Kontoverwarnung vorliegt, eine echte. Wie der Sachverlauf aussieht bei den einzelnen Beanstandungen. Und man nur dann wirklich ein Facebook-Held ist, wenn man unzählige Male eine 30-Tage-Sperre also bekommt und nicht nur eine einstündige. Denn erst dann weiß man wirklich, ob man den Nerv des Zeitgeistes getroffen hat. Nun gehabt euch wohl, meine Freunde, der Tat und des Rats.